Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Preview von dem neuesten Premium-Kreuzer, den es geben wird, und zwar der Perf. Hier handelt es sich um einen Tier 6-Kreuzer und zwar einer neuen Nation, in dem Fall die Australier. Man kann hier ja drüber hovern und dann seht ihr, dieses Kriegsschiff wurde im Vereinigten Königreich gebaut. Grundlage war ein überarbeiteter Entwurf der Leander-Klasse Kreuzer mit einer veränderten Anordnung der Antriebseinheit. Die Bewaffnung war ähnlich der des Prototyps, die Panzerung war jedoch anders aufgebaut. Im Jahr 1939 wurde das Schiff bei der Royal Australian Navy in Dienst gestellt. Ja, denke, das sagt doch schon alles aus, also in dem Fall kein Papierschiff, sondern ein wirklich existierendes Schiff. Die Module, immer ein sehr wichtiges Thema, und auch hier haben wir wieder ein paar schöne Sachen dabei. Ihr bekommt Rauch zur Verfügung gestellt, ihr könnt hier Aufklärungs- oder Katapultjäger nehmen. Ansonsten gibt es noch die hydroakustische Suche und selbstverständlich das Schadensbegrenzungsteam. Die Daten hier oben schauen wir uns gleich drüben im Detail an. Die Verbesserungen seht ihr, welche Module man hier verbauen kann. Und beim Äußeren, da würde ich natürlich euch hier die Standardteilung empfehlen, die dann drauf ist. Ihr könnt aber auch noch diese hier, die Typ 1, die Typ 2, Typ 5 oder die Typ 6 reinnehmen, aber wir bleiben hier selbstverständlich bei der Standardtarnung. Gut, Überlebensfähigkeit, was haben wir? 27.100 Points, aber vielleicht schauen wir uns auch noch gerade kurz die Panzerungsanzeige etwas genauer an. Die Panzerung 13 bis 100 mm, sehen wir hier ganz schön. Und wichtig, die Zitadelle sitzt hier sehr mittig, aber ist nicht so groß. Also wir haben schon andere Schiffe hier in der Preview gesehen, wo die deutlich länger war. Aber trotzdem, man kann sie sehr gut treffen. Also Wasserlinie, Mitte, wie bei vielen anderen Schiffen, geht es hier dann rein und da macht es dann richtig Aua. Gut. Trefferpunkte, wie gesagt, 27.100. Die Artillerie. Wir haben die Hauptbatterie. Hier in dem Fall gibt es natürlich AP- und HE-Granaten, 152 mm, Ladezeit 7,5 Sekunden, maximale Streuung 121 Meter. HE-Granatenhöchstschaden 2100, AP-Granatenhöchstschaden 3100 und die Feuerreichweite beträgt 12,8 Kilometer. Sekundärbewaffnung haben wir auch. 5 Kilometer Reichweite hier, wir haben keine Torpedos. Doch, Entschuldigung, na, die kommen ja erst noch. Mein Fail. Also die Torpedos, hier nochmal zwei Vierlingswerfer, sind hier hinten angesetzt. Das heißt, einmal hier vier Stück und einmal auf der anderen Seite vier Stück. Wir haben eine Nachladezeit von 96 Sekunden, also über 1,5 Minuten. Da müsst ihr dementsprechend kalkulieren. Torpedoreichweite 8 Kilometer, Torpedoerkennbarkeitsreichweite 1,3 und der Schaden beträgt 15.433. Die Flugabwehr, auch natürlich vorhanden, bei 1,2 Kilometer 12 Schaden, bei 2 Kilometer 8 und bei 5,41. Also die Flugabwehr ist nicht sensationell, das muss man ganz klar bedenken. Manövrierbarkeit 32,5 Endgeschwindigkeit, Wendekreisradius 640 Meter und die Ruderstellzeit 7,6 und die Verborgenheit ist bei 9,8 bzw. 6,9 aus der Luft. So, diesmal mache ich keinen Vergleich mit anderen Schiffen, weil jedes Mal wurde das irgendwie geflamed, ich würde die falschen Schiffe zeigen und sonstiges, und da ich mir dachte, gut, wenn es dementsprechend nicht so ankommt bei den ein oder anderen, dann sollen es die halt selber machen, also ihr könnt euch bei denen bedanken, die das in den, ich sag's bewusst, in den Dreck gezogen haben. Ich fand es eigentlich immer ganz schön, dass ich euch das gezeigt habe, wie so manch andere Schiffe in der gleichen Klasse sind. Aber es gibt immer welche, die es besser wissen. Deswegen, ihr habt jetzt hier die Daten. Ihr könnt es ja selbst vergleichen. Die Beispiele gibt es halt heute mal nicht. Jetzt schauen wir uns aber ein Gameplay an und schauen, wie der die Perf so abschneidet. Ja, da sehen wir jetzt also die berühmte Flagge und schauen einfach mal, wie hier auf der Karte Nachbarn das Ganze so funktioniert. In dem Fall sind wir hier mit Tier 7er, 6er, 5er Gefecht. Und ich habe das Schiff nicht in der Form ausgestattet mit Modulen. Das wisst ihr mittlerweile aus meinen Previews, dass ich das nicht mache. Einfach aus dem Hintergrund zu zeigen, wie ist das Schiff so, wie es ist. Und was ihr noch draus machen könnt, das ist auch so ein bisschen Eigenarbeit, beziehungsweise da soll jeder selber schauen, was ihm da liegt. Das Einzige, was ich geändert habe, ich habe hier
das Schadensbegrenzungsteam 2 am Start und ich habe mir den besseren Nebelwerfer gegönnt. Das war so das, was ich noch mir hier reingetan habe. Ansonsten ist es wirklich ganz einfach und auch mit einem Dreierkapitän. Also da ist wirklich sehr, sehr, sehr rudimentär und sehr weit zu Beginn dieses Schiff zu sehen. Aber ich muss schon mal sagen, gerade so wie es sich hier spielt, also wie es ja auch hier so sich bewegt, typisch britisch würde ich fast sagen, also so spielt sich auch die Belfast und sonstiges, da hat man so ein ähnliches Feeling. Ich spiele den hier mit dem Aufklärungsflugzeug ganz einfach, weil ich die 12,8 Kilometer einfach zu wenig finde. Gerade wenn man dann doch mal in ein Tier-8-Gefecht rutscht, wo dann irgendwelche Schlachtschiffe dann fast 20 Kilometer und so weiter schießen. Und dementsprechend war das, glaube ich, hier für mich der Ausschlag, warum ich gesagt habe, nee, nochmal 20% weiter. Also dementsprechend über oder um die 15 Kilometer halte ich dann dafür sinniger. So, der Flugzeugträger fährt da unten ganz alleine. Das ist nicht so clever, glaube ich. Wenn sich das Team nämlich nach oben hin orientiert, sollte er da auch die Verteidigung seines Teams mit ausnutzen. So, da vorne ist schon die erste Phoenix. Aber die ist schon wieder zu. C wird auch schon eingenommen. Gegner hat die Farragut und den Nicholas als Zerstörer. Allerdings habe ich nur gerade geschaut, warum hier die Farragut überhaupt, die Phoenix überhaupt reinkommt. Aber die hat mit der Tier 5 Nicholas einen Zug gebildet. Und dementsprechend ist sie dann hier in das Matchmaking gerutscht. Ja, so einfach kann es gehen, gell? So, und jetzt schießen wir gleich mal drauf. Das würde ich am liebsten schon AP drauf schießen, aber das funktioniert dann da leider nicht so. Also fahren wir weiter. Und da die Nicholas, die dreht aber auch schon bei, weil ich glaube, die weiß genau, wenn sie da jetzt die Minikase 1-1 angehen würde und nicht wegdreht, dann wird es sehr schwierig für sie. Aber da wurde die Minikase von den Zerstörern, von den Torpedos geholt. Das ist natürlich nicht so gut gelaufen. So, jetzt haben wir sie nochmal am Antrieb beschädigt. Aber die Phoenix, die hat es auch schon hingerafft. So, und da jagen wir jetzt einfach mal die Torpedos rein. Weil ich denke mal, die wird da weiterhin cappen. So sieht es zumindest aus. Und dementsprechend bleiben wir da mal ein bisschen am Ball. Ich drehe auch so rein, dass ich den zweiten Torpedowerfer an den Start bringen kann. Die werden einzeln dann da losgeschossen. Jetzt machen wir mal die Atlanta. Oh, die hat einen schönen Hit bekommen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu seitlich stehe für etwaige Gegner. Das könnte schon die Zerstörung bedeuten. Ja, das hat es dann auch. Da war nicht mehr viel Struktur da. Dementsprechend hat es dann ganz einfach funktioniert. So, die Torpedos scheinen leider kein Ziel gefunden zu haben. Aber sicher ist sicher, deswegen einfach mal Torpedos reinjagen. Schaden tut's nicht, weil in dem Fall hätte es kein besseres Ziel gegeben. Bis jetzt sehr ausgeglichen. Gegner hat zwei Schiffe verloren. Wir haben zwei Schiffe verloren. Gegner hat schon einen Cap auf der Seite sicher. Wir noch keinen. Aber das heißt alles nix. Und da die Leander ist auch schon sehr, sehr low. Wobei unsere Belfast da, glaube ich, jetzt gleich Probleme bekommt.
Flugabwehr ist ja bekanntermaßen, wie wir gesehen haben, nicht die große Stärke. In dem Fall haben wir eine Hiryu. Und jetzt sind wir auf dem Weg den Flugzeugen. Jetzt orientiere ich mich mal da Richtung Fuso und Konsorten. Bin ja jetzt auch wieder zu. Das heißt, ich kann gleich meinen Rauch nutzen, um hier die so ein bisschen einzuheizen. Und ebenfalls der Molotow auch. Muss immer aufpassen. 9,8 Kilometer ist unsere magische Grenze. In dem Fall die Molotow würde ich gerne noch so weit zumindest, dass ich in Beschussmöglichkeit komme. Und jetzt kann ich dann loslegen. Nebelwerfer gestartet. Habe ich auch ganz gut getroffen, wurde aber natürlich wie auch sonst noch besser zurückgetroffen sozusagen. Jetzt habe ich das Problem, dass hier keine Sicht mehr ist. Jetzt will ich mich gleich so manövrieren wollen, dass ich dementsprechend mit allen Rohren auf die Fuso komme. Und da kommt es jetzt auch schon rum, um hier meinen Granatenregen jetzt loszulassen. Zwar gut getroffen, aber kein Schaden mit der Salve angestellt. Ebenfalls das gleiche. Jetzt brennt sie aber schon mal. Zwar nicht durch uns, aber das ist ja egal. Jetzt klappt der erste Damage dann. Jetzt dreht sie hier auch bei. Ich glaube, die denkt sich jetzt gerade, das war jetzt nicht so der beste Move. Jetzt haben wir sie nochmal angezündet. Ich denke, jetzt wird sie auch gleich dann löschen. Weil das ist jetzt natürlich, ja, da ist es auch schon gelöscht, viel Brandschaden, was da sonst reinkommt. Nebelwand gelegt. So, Nebelwand ist futsch. Und da haben wir sie aber nochmal im letzten Augenblick anzünden können. Muss ich da wieder aufpassen, dass ich von da vorne kein Ungemach bekomme, denn ich bin jetzt hier offen. Und wie gesagt, Damage bekommt sie leicht und schnell. Auf jeden Fall brennt die Fuso nach wie vor. Das ist sehr schön. Gibt uns auch weiterhin noch ein paar Damage-Punkte damit. Und da ist er jetzt auch zerstört. Durch den Brand ist er da hinüber. Die Molotow, die hat auch kaum mehr Hitpoints. Das heißt, die sollte ich doch auch wegfischen können. Und da ist er auch schon. Jetzt muss ich noch reindrehen, dass er mich damit nicht noch stark trifft. Ja, hat natürlich ein bisschen was gekostet, aber alles gut. Damit muss man umgehen können. Unser Flugzeugträger ist leider weg. Deren noch nicht. Und jetzt habe ich hier Torpedos. Das ist jetzt ganz schlecht. Das habe ich schon mal. Oh, dies war ein großes Glück, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kann jetzt aber nicht schießen, meine Torpedos, weil die Minikase da jetzt drin ist. Aber wenn ich jetzt hier so schieße, dann sollte die Minikase genau hat jetzt aber Glück gehabt, die Farragut. Dass er da erst so aufgegangen ist, wie sie aufgegangen ist. Ich will mich natürlich aber hier ein bisschen zurückhalten. Vom Damage her keine überragende Runde, aber 3 Kills. Und ich will euch ja wichtigerweise bei den Previews zeigen, was kann das Schiff denn? Agilität, Mobilität und sonstiges.
Und da hat jetzt die Farragut tatsächlich die weggemacht. Nicht gut gelaufen in dem Fall. Und da ist jetzt leider auch schon zu. Aber die Kneise, die ist doch da schon wieder low. Das ist ja wieder potenziell für uns genau die richtige Hausnummer. Aber in dem Fall hat es die Fuso da selbst erledigt und das ist erstmal das Wichtigste. Wer sie killt, ist egal. Hauptsache, sie wird gekillt. Jetzt bin ich offen von den Flugzeugen. Und jetzt wird hier drüben wieder die Farragut aktiv. Gott sei Dank sind die Skills nicht so groß, was das Thema Beschuss angeht. So, und jetzt muss ich mal erstmal die Kongo rausfokussieren. Das denkt sie sich aber auch über mich. Und deswegen, ich werde jetzt gleich den Rauch zünden, auch wenn ich dann nichts mehr sehe. Aber jetzt habe ich hier zwei dicke Dinger, die hier auf mich gehen. So, und jetzt stoppen wir. Und jetzt haben wir hier die Hiryu. Die ist natürlich eins der schlimmsten Schiffe, was jetzt der Gegner noch hat. Aber da ist sie leider auch zu. Keine Sicht mehr darauf. Für den Moment. Jetzt ist sie wieder da. Sehr gut. Ist ein sehr schnelles Schiff. Aber da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen drauf gehen. Muss da auch immer... Ja, die Kongo, die nehme ich jetzt mal raus. Jetzt muss ich nur schauen. Ich glaube, die war so bei 8 Kilometer. Na, ist natürlich... Jetzt hätte ich jetzt früher mal aufpassen müssen. Da ist sie ja wieder. Sehr schön. Genau, komm zu Papa. So, perfekt. Und jetzt kann ich mal auch aus dem Rauch wieder rausfahren. Denn jetzt schaut die New Mexico gerade nicht auf mich. Ich bin jetzt hier definitiv nicht ihr Feind. Da ist sie zerstört. Und jetzt schaut es langsam sehr, sehr, sehr gut aus. Hydroakustische Suche mache ich jetzt einfach mal anders. Ihr seht, ja, die gibt es auch. Brauche ich jetzt aber nicht. Aktuell sehe ich keine Problematik von Torpedos oder etwaigen Schosen. So, erstmal will ich jetzt aber natürlich wissen, wo ist der Flugzeugträger? Für den gehe ich jetzt. Die anderen Jungs machen da drüben die Farragut. Da ist er auch schon tot. Und vielleicht, wie gesagt, kann ich die Runde auch mit einem geringen Damage, aber trotzdem noch mit der Krake krönen. Das wäre natürlich Highlife. Müsste ich aber auch mal langsam wissen, wo kommen denn die Flugzeuge her? Ich bin offen. Flugzeug kommt von da. Aber da kann doch der schon unmöglich hingefahren sein. Also auf jeden Fall müsste er da jetzt auch aufgehen. Da ist ja nichts, wo er sich verstecken könnte. Hinter der Insel wage ich es einfach mal zu bezweifeln. Aber von da vorne, da wo jetzt der Bomber kommt, das klingt schon... sinniger, und da ist er auch schon. Jetzt schauen wir mal, wie wir mit Bombenbeschuss
klarkommen. Geht noch. Aber die Hiryu, die hat auch noch Probleme. Jetzt mit einem Feuerchen. Oh, jetzt hat sie uns besser erwischt. Hätte ich das natürlich gewusst, hätte ich das mal mir noch aufgespart mit meinem Team. Aber in dem Fall, jetzt muss ich damit leider klarkommen, was hier mit meinem Schiff so passiert. Im Zweifel decke ich halt jetzt einfach den noch ein bisschen auf. Und jetzt ist die Runde aber schon beendet. Da wurde sie zerstört. Torpedos stören mich nicht mehr. Und ich habe leider den Kill nicht bekommen. Aber 60.000 Damage, 4 Zerstörungen. Damit kann man leben. Und ich glaube, ihr habt gesehen, zu was die Perf so imstande ist. 1.400 Basis-XP. Das ist doch alles ganz rund gelaufen. Schauen noch Aufklärung 28.000. Und Kreditpunkte gab es dabei 282.000 netto raus. Für ein Schiff mit normalem Kapitän, sage ich mal, ohne Module, spielt sich sehr rund. Man hat wieder HE und brauchbare AP-Kanonen. Also für alle, die so einen leichten Kreuzer gerne haben, kann ich sagen, hier kriegt ihr ein nettes Schiff. Wann das Schiff kommt, kann ich euch leider nicht sagen. Wann, wie viel es kosten wird, auch noch nicht. Aber normalerweise ist es immer so, wenn die Videos erscheinen, dauert es nicht mehr allzu lange. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten kommentiert, was euch so einfällt. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.